So Leute, moin moin. Ja, kurzes Let's Show, würde ich mal sagen. Ist auch egal. So, auf jeden Fall, es geht darum 8.0, was hat sich verändert, was muss man groß wissen. Es ist ja schon ein paar Tage her, dass 8.0 aufgespielt wurde. Trotzdem dachte ich mal, ich gebe meinen Senf dazu ab und das noch im Nachhinein mal kurz einen Schluck trinken. Cola. Ich sag jetzt nicht welche, aber egal. So, als allererstes hat sich das Interface verändert. Dazu zum Beispiel die neuen Battle Reports. Diese sind jetzt deutlich detaillierter. Mit Teamauswertung, man kann sehen, wer was gemacht hat, wenn man auf die raufklickt zum Beispiel. Es gibt einen ausführlichen Bericht für sich selbst dann, was man erhalten hat, was man ausgegeben hat an Treffern, Durchschlagsverfall davon, wie viel Schaden. Gegner beschädigt, Basiseroberungspunkte, Basisverteidigungspunkte, Strecke zurückgelegt. Ja, das ist so erstmal, was einem auffällt. Und man kann natürlich jetzt, das ist natürlich gewollt, ohne Premium, mit Premium. Ja, damit man nochmal dazu angestachelt wird, sich auch Premium zu besorgen. Aber das kennen wir ja von Wargaming schon. Gut, dann Forschung. Der Forschungsbaum hat sich verändert, aber meiner Sicht nach nicht ins Positive, denn der Baum ist immer ist verdammt unübersichtlich. Im Gegensatz zu dem alten. Ja, was soll ich jetzt zu sagen? Die Abstände sind zu groß und es ist einfach zu viel. Also man hätte es auch so lassen können wie der alte. Gut, das heißt, ich kann jetzt hier. Was habe ich denn da mal? Franzosen. So. Hier, dann könnte ich mir hier jetzt den Panzer kaufen und dann sehe ich hier, was ich noch brauche. Wenn man nicht auffällt, diese Sachen hat man ja schon. Das sind ja die Standardsachen, die da drauf sind. Den Rest muss man sich erst kaufen. Und den Panzer kriegt man auch nicht mal hier raufklicken, sondern muss man hier unten raufklicken. Aber sei es drum, das ist auch nicht, ist kein Riesenfehler. Man lernt den kennen, aber naja. Gut. Ja, zum neuen Grafik-Rendering-System hänge ich dann nochmal ein Video hinten dran. Das kriegt ihr dann zu sehen. Ja. Am besten würde ich mal sagen, dass wir den, der ist ein bisschen schneller. Nehmen wir mal einfach und starten mal ins Gefecht und nähere Sachen erläutere ich euch dann. Sehr schön, Karelien, eine Karte, die ich als Beispiel nehmen kann, weil die umgebaut wurde. Wie immer mit Aufnahme etwas langsamer. So, ich benutze Camtasia zum Aufnehmen, das sollte neu sein. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Und ich habe ein neues Headset. Bitte auch mal dazu Kommentare, was besser war, das alte oder das neue. So, wir sehen erstmal hier die grafischen Veränderungen. Das muss jetzt gerade sein. So, jetzt mal das beurteilen. So, neue Lichter, das neue Belichtungssystem. Oh, stellt sich Ding in den Weg. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier keine riesige. Ich zeige euch, wie gut ich bin Runde, sondern wie gut das hier alles aussieht, zeige ich euch. So, dann gibt es noch mal dann gibt's noch die neue Physik-Engine. Das kann ich euch hier zeigen. Schöner Flug, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, die Physik macht das RAM deutlich realer, dass man kann überall rüber, überall runterfahren, fast überall. Also man kann fast jedes Hindernis überwinden. Ja, dann gibt es neue Sounds. Hört man vielleicht mit den Ketten. Die Grafik allgemein ist ist schöner geworden. Karelien ist jetzt eine von den 10 Karten, die sie nochmal speziell überarbeitet haben, weil sie da ein bisschen Glück gehabt. Dazu zählen zum Beispiel noch Vali oder auch, wer es auf Englisch spielt, Sand River. Oder Karten wie Bergpass, also Mountain Pass. Aus dem Stock. Ausgefallen, Oha. Signalreichweite verringert. Wir haben sie voll erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Richtschütze ausgefallen. Jemand muss das Geschütz übernehmen. Ja, das verlieren wir nämlich hier schon fast wieder.
deshalb würde ich mal sagen, dass ich einfach mal Gas gebe, um hier wegzukommen. Oh, scheiße, ein M4. Egal, zeige ich euch nochmal so einen schönen Sprung zum Abschluss. Der sollte mich nicht das Leben kosten. Sie haben uns. Ja. Das erste Mal, dass ich durch einen Absturz gestorben bin. Aber sei es drum. Auf jeden Fall erkennt ihr jetzt nochmal, das kann ich euch so machen. Man kann, das ist auch neu. Man kann jetzt STRG gedrückt halten und dann hier wählen, wen man zugucken möchte. Andere neue Änderung. Der Panzer 4. Deutlich abgeschwächt. Aber zu den Änderungen kommen wir gleich nochmal. Weil das können wir jetzt eigentlich machen. Der Panzer 4 hat seinen guten Turm verloren, den Schmalturm, erhält dafür jetzt diese Schürzen beim zweiten Turm. Und das hier, die er jetzt drauf hat, ist eine Top Gun, das heißt, er hat die L-71 verloren. Das machte einen der wenigen letzten deutschen OP-Panzer zu einem nicht mehr OP-Panzer. Naja. Kann man ja leider nichts dran ändern. Das Stuck hat, glaube ich, auch nicht mehr die gute Waffe. Ach ja, witzig, komm, will dem Gegner zu gucken. Sehr gute Idee. Oh doch, das Stuck hat noch die L-71. Aber die 7,5 cm ist auch geupgradet worden. Also nochmal zurückgehen. Lassen wir das Gefecht Gefecht sein. War ja nie gewollt, dass das super gut endet. So, Forschung. Es gibt nämlich auch neue Panzer. Die UdSSR oder die Russen haben einen neuen TD-Baum bekommen. Diesen hier. Nach der Su-100. Su-100 M1. Mit dem hinten liegenden Turm. Die Su-101. Mit ebenfalls hinten liegendem Turm. Die Su-122-54. Eine etwas neuere Version der Su-100. Und als Tier 10 das Objekt 263, eine Arti mit einem Jagdpanzergeschütz drauf. Der Panzer ist meiner Meinung nach. Ja, also ich finde ihn nicht empfehlenswert, aber das ist immer eigene Ansicht. Nur das ist das übelste Arti-Opfer, wenn da hinten auf diese offene Fläche, sieht man da ja, wenn da eine Arti einträgt, ist das Ding hinüber. Also eine T92 und ein GW-Typ E gibt das Ding One-Shot, wenn es den da trifft. Ja. Hat sich sonst noch groß was verändert. Ja, kleinere Änderungen sind auch noch da. Aber die, ja. Die Hauptinhalte sind dann doch die Physik, die Grafikveränderungen und die Soundveränderung vielleicht auch noch und eben das veränderte Interface. Ein kleiner Bug, hier zum Beispiel Freunde, die man hier sehen möchte. Da muss ich erstmal einmal rüberfahren, bis die als Freunde markiert werden. Oh, Vorführeffekt, da, Mad Pusher gerade eben. Hier nochmal, dann wird er erst grün. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht da. Ah, doch, natürlich, natürlich, einen haben wir noch. Es gibt einen neuen Premium-Panzer. Und das, der bildet auch gleich den Anfang einer neuen Nation. Der Matilda Black Prince von den Briten, die mit 8.1 ja jetzt dann ganz reinkommen werden. 1750 Gold finde ich ein bisschen teuer für einen etwas schlechteren Churchill. Langsamer und etwas weniger Panzerung. Deswegen auch kein wirklicher Medium, sondern eher ein Heavy. Ja, das soll mal so kurz der, das soll mal der kurze Überblick gewesen sein. Schreibt mir doch, was ihr von 8.0 haltet, in die Kommentare oder als BN, was auch immer. Ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß mit 8.0 und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und bis denne.